eine Menge Spaß. Jagd durch Hefte, spring in manches Buch, weil ich Geschichten such. Nur vor dem Tintenkiller flüchte ich. Abgesehen hat der's auf mich. Fräs mich gern mit Haut und Haar. Ich verschwinde, ist doch klar. Hallo, hier bin ich. Hallo, ich bin Theo Tintenklecks. Ich bin vor 200 Jahren aus der Feder eines armen Poeten auf die Welt getropft. Plopp. Seitdem kleckse ich durch die Welt. Wir rufen Theo, Theo, Theo. Wir rufen Theo Tintenklecks. Wir rufen Theo, 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 wir rufen Theo Tintenklecks. Theo macht heute hier einen los, drum legt eure Hände jetzt nicht in den Schoß. Wir klatschen den Rhythmus jetzt alle laut mit und singen mit Theo den fetzigen Hit. Hey, Theo, 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 wir rufen Theo Tintenklecks. Wir rufen Theo, Theo, Theo. Wir rufen Theo, Tintenklecks. Die besten Freunde sind auch heute. Schönen guten Tag. Hier. Genau. Schönen guten Tag hier auch an die Muttis und Papis, die hier erschienen sind, und an all die anderen Gäste des Roland-Festes. Wir begrüßen euch recht herzlich zu Theos Klicks-Kleck-Show von und mit Theo Tintenklecks. Ja, auch natürlich von mir ein riesengroßes Hallo an euch, liebe Kinder, und auch an alle Fernsehzuschauer. Genau. Aber Kinder, wisst ihr eigentlich, wer wir sind? Woher sollen sie das denn wissen? Stimmt. Also ich bin die Tine. Und ich bin der Richie. Genau. Und zusammen sind wir die neuen Moderatoren der Klicks-Klecks-Show von Theo, die ab September im offenen Kanal Ständer laufen wird. Genau. Theos Klicks-Klecks-Show, das heißt Spannung, Spiel und viel, viel Spaß. Natürlich mit Theo. Genau. Und von dieser Show geben wir euch heute einen kleinen Vorgeschmack. Aber Richie, wo ist denn eigentlich unser Hauptakteur? Wo ist denn Theo? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, liebe Kinder, wir brauchen jetzt eure Hilfe. Genau, rufen wir ihn doch einfach mal. Theo ist nämlich ein bisschen schüchtern und deswegen müssen wir ihn einfach laut rufen. Also, ich zähle bis drei und dann schreien wir ganz laut Theo, okay? Alles klar? Okay. Eins, zwei, drei. Ja, Theo! Und? Das hat gewirkt? Kinder, auf euch hört er, da kommt er auch schon. Hallo, Theo! Theo, lieber Theo. Schön, dass du angekleckst kommst. Ja, du bist jetzt auch in ihren schönen Ständerl vorher schon da gewesen, um alles vorzubereiten, nicht wahr, Theo? Damit alles schön wird, damit sich die Gäste entfreuen, vor allem an deinem Blau. Genau, aber sag mal, wo bist du denn schon überall umhergekleckst? Ach, du warst ja schon fast überall, Theo. Und was machst du dann da so mit den Kindern? Am liebsten mag Theo also Klicks-Klecks-Rätsel, sagt er. Du, Richie, könnten wir das nicht auch machen? Ja, hast du mal so ein Rätsel? Genau, dann lösen wir das zusammen, Kinder, okay? Es ist nicht links und rechts von dir, nicht hinter oder unter mir. Am besten lege dich ins Gras. Dann entdeckst du ihn und hast viel Spaß. Schau ihn nur an, wirst staunen, was er alles kann. Aus ihm tropft Regen auf die Welt, auch Schnee aus ihm herunterfällt. Schäfchenwolken fühlen sich bei ihm daheim. Na, was kann das Blaues sein? Na, liebe Kinder? Was? Ja! Alle richtig! Genau, wir haben alle richtig gelegen. Also Theo, du hast den blauen Himmel gekleckst. Hast du noch etwas drauf? Ja. Er kleckst wie ich? Du kennst ihn sicherlich. Er lebt im Meer, schwimmt mit vielen Armen flink umher. Er spritzt die Tinte Feinden ins Gesicht. Na, was ist das für ein Fisch? Mensch, ihr seid ist ja richtig verrückt. Super! Die können das ja alle schon. Wahnsinn, ja, Tintenfisch. Verrückte Sache. Du sag mal, Theo, willst du eigentlich ganz alleine mit uns hier feiern auf dem Rolandplatz? Wo ist denn deine Freundin? Ihr kennt doch Theos Freundin, das Eselsohr, oder? Also ich finde, sie soll auch mal kommen, oder? Also, das gleiche Spiel nochmal. Wir rufen ganz laut Eselsohr.
nachdem ich bis drei gezählt habe. Genau. Okay? Also, eins, zwei, drei. Eselsohr! Jawohl, Eselsohr! Da kommt sie auch schon! Hallo, Eselsohr! Was denn los? Du bist ja so aufgeregt. Au, weia, Theo! Stell dir vor, Sachsen-Anhalt soll verschenkt werden. Hä? Eselsohr, wer will Sachsen-Anhalt verschenken? Und wer soll's denn bekommen? Das weiß ich doch nicht. Aber jemand ist schon dabei, Sachsen-Anhalt hübsch zu verpacken. Sogar ein blaues Band mit Schleife bekommt es. Ein blaues Band mit Schleife? Mhm. Eselsohr, woher weißt du das? Na, aus der Zeitung. Woher denn sonst? Da steht, ganz Sachsen-Anhalt mit blauem Band verbunden. Ganz klar, Sachsen-Anhalt soll verschenkt werden. Lass mich mal sehen. Olli, das blaue Band, das sind die Elbe, Saale, Bode, Havel, Unstrut, Mulde, Weiße Elster. Eine Weiße Elster wird verpackt? Oh, wenn die erstickt? Ach Quatsch, die Weiße Elster ist ein Fluss, genau wie die Elbe, Saale, Bode, Havel und Unstrut. Oh. Und mit den Flüssen als Band wird eine Schleife um ein Päckchen gebunden? Ja, geht denn das? Ach, Olli, dein blaues Band ist kein wirkliches Band. Und Sachsen-Anhalt auch kein Geschenk mit Schleife. Ja, und warum heißt es dann, ganz Sachsen-Anhalt mit blauem Band verbunden? Das ist nur ein Vergleich, weil sich die Flüsse wie ein blaues Band durchs Land ziehen. Es ist der Name für ein Tourismusprogramm rund um Sachsen-Anhalts Gewässer. Ein Vergleich? Ja, für dieses neue Tourismusprogramm wurde ein passender Name gebraucht, der sich einprägt. Der Träume, Fantasie und der blaue Abenteuer verspricht. Och, und warum heißt dieses neue Tourismusprogramm dann nicht einfach Theo Tintenklecks? Gute Frage. Echt gute Frage. Also Theo Eselsohr, das ist wirklich ein ganz tolles Programm. Der Elbe entlang schippern, da gibt es ganz sicherlich ganz viel zu entdecken, nicht wahr, Theo? Und zu verklecksen? Oh, Theo, ich ahne Schlimmes. Bist du etwa schon wieder über die Landkarte von Sachsen-Anhalt und hast Buchstaben verkleckst? Oh, weia. Ihr müsst nämlich wissen, Kinder, Theo verkleckst zu gerne Buchstaben. Und so entsteht einfach aus einem Wort ein ganz neues. Stellt euch also mal vor, ihr schippert so die Elbe entlang mit Kaffee und Kuchen, Oma und Opa und der ganzen Familie, wollt in die schöne Stadt Dessau fahren und Theo verkleckst das Wort Dessau. Also schreiben wir mal jetzt Dessau. Richie, hilf mir mal. Also D-E-S-S-A-U. Genau, Kinder wollte ich sagen. Und natürlich auch Richie. Ja, und jetzt verkleckst Theo einfach die ersten drei Buchstaben. Also das D, das E und das S. Und was bleibt dann übrig? Eine Sau. Ups. Kinder, ups. Theo macht Dessau ganz einfach zur Sau. Oder. Oh Gott, oh Gott. Nimmt Schönebeck. Also Theo kann da glatt Schnee hinzaubern. Ganz einfach. Er verkleckst zunächst mal das Ü und B. Also Schönebeck. Das ist aber ein langes Wort. Schönebeck. Genau. Bezika. So. Jetzt verkleckst er Ü und B. Danach C und K. Und was bleibt übrig? Schnee! Oh, und das im Sommer. Oh Gott, mir wird schon ganz schwindelig und schlecht von diesem ganzen... Und mir erst, wa? Von diesem ganzen Buchstabensalat. Das ist ja wie ein ABC durchs Rock'n'Roll, Theo. Hey, macht mit, Kinder. Wir tanzen. Und jetzt bisschen tanzen. Komm her. Rock'n'Roll, ihr könnt alle tanzen. Das I, das schleudert an das I. Gemeinsam tanzen sie als Ei. Schnellt sich da ein Es herbei. Macht aus dem Ei ein kühles Eis. Ihm war zu heiß, ihm war zu heiß. Rock'n'Roll! Klasse!
Oh, das war schön. Ja, und jetzt geht's mir auch schon viel besser. Mir ist gar nicht mehr so schwindelig und schlecht von diesen ganzen Buchstaben hier. Mir auch. Ach, danke, danke. Ach, weißt du, was jetzt schön wäre? Was denn? Eine Elbfahrt. Och ja. Und mit Theo und Eselsohr, oh, wäre das doch richtig spannend, oder Kinder? Ja, ne? Eine Elbfahrt. Eine Elbfahrt, die ist lustig, eine Elbfahrt, die ist schön. Ja, da kann man an den Ufern lauter blaue Blumen sehen. Heulai, heulaho, heulai, heulai, heulaho. Genau, genau. Super. Nen, 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 eine Elbfahrt, die ist schön. Eine Elbfahrt, das ist doch was richtig Schönes, oder? Schön, wenn dann das Wetter noch so schön wäre. Genau, ja, dazu hätte ich jetzt auch Lust. Das wäre doch richtig toll. Olli, was ist? Verwandelst du dich nun in ein Papierboot, ja oder nein? Theo, auf gar keinen Fall. Ach, warum denn nicht? Ich habe solche Lust auf einen Ausflug. Lass uns die Elbe entlang schippern. Der Theo, der rest auf der Elbe. Der Theo hat Spaß dort wie nie. Theo, hör auf! Von wegen Spaß. An der Elbe ist es kreuzgefährlich. Hast du Angst, dass ein Sturm aufzieht? Ist viel zu schönes Wetter. Quatsch! Ich rede von keinem Sturm. Ich meine die Tiere. Die sind gefährlich. Hast du Angst, ein Biber nagt dein Ohr an? Unsinn. Oder ein Eisvogel, der lässt dein Ohr erfrieren? Ich finde das überhaupt nicht komisch. Ich bitte dich, was für kreuzgefährliche Tiere sollen plötzlich auftauchen? Tiger, Wölfe oder etwa Haifische? Nicht doch, aber Löwen. Am Elbufer treiben sich Löwen rum. Die gefräßigen Biester reißen ihre Mäuler auf, zeigen ihre Zähne. Bestimmt brüllen sie ganz schrecklich. Also Löwen auf den Elbwiesen. Also Orni, du spinnst. Überhaupt nicht. Hab ich doch aus der Zeitung. Da steht wortwörtlich, die Elbwiesen sind ein Paradies für Löwenmaul und Löwenzahn. Ach, Olli, du solltest ab und zu ins Lexikon klicken. Dann wüsstest du, dass Löwenmaul und Löwenzahn Pflanzen sind. Genau wie Storchenschnabel, Gänseblümchen, Fuchschen, Hasenpfötchen, Schafgarbe, Affenbrotbaum, Schlangenkaktus und Blaubeeren. Siehst du, Olli, du brauchst also überhaupt keine Angst zu haben. Und wir können alle zusammen getrost die Elbe entlang schippern. Genau, und am besten nehmen wir Gäste mit. Unsere Kinder hier am besten. Genau. Und die Gäste des Rolandfests und die ganze Familie. Eine ganze Familie. Dann happy sind wir wie eine Happy Family. Und da ist es auch schon, das Lied. Und ihr macht alle mit. Oh, das sind die Herztöne von Theo. Hört ihr sie? Together we are a happy, happy, happy.
Applaus. Na, das geht aber noch ein bisschen besser hier mit dem Applaus. Nochmal, los. Ja. Für die Happy Family. Dankeschön. Dankeschön. Super. Das war doch gut, oder? Das macht Spaß, oder? Mensch. Ich freue mich schon richtig auf unsere Sendung. Weißt du das eigentlich? Ja. Kinder, wisst ihr, wann die losgeht, unsere Sendung? Ab September. Und zwar am 18. September könnt ihr die erste Klicks-Klack-Show von Theo im offenen Kanal sehen. Und dann seid ihr natürlich auch dabei, nicht wahr? Genau. Sehr schön. Super. Ja. Wo ist denn Theo? Die haben sich verkleckst. Der hat sich schon wieder von der Bühne verkleckst, da hinten irgendwo. Komm. Wir gehen ihn schnell suchen und ihr bleibt hier, okay? Bis gleich. Wir rufen Theo, Theo, Theo. Wir rufen Theo, hinten Klecks. Wir rufen Theo, Theo, Theo. Wir rufen Theo, hinten Klecks. Theo macht heute hier einen los. Drum legt eure Hände los, jetzt nicht in den Schoß. Wir klatschen den Rhythmus jetzt alle laut mit auch. Und singen mit Theo den fetzigen Hit. Hey, Theo, 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 wir rufen Theo, den Klecks. Wir rufen Theo, 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 wir rufen Theo, den Klecks. Die besten Freunde sind auch heute hier, um Party zu feiern, darum klatschen wir. Wir sehen uns jetzt alle die Theo-Show an. Aber einmal sind wir noch mit Mitsingen dran. Hey, Theo, 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 wir rufen Theo, hinten Klecks. Wir rufen Theo, 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 wir rufen Theo, hinten Klecks. Wir rufen Theo, 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 wir rufen Theo, hinten Klecks. Wir rufen Theo, Theo, Theo. Supi, unsere Klicks-Klecks-Show ab September im Offenkanal Stendal. Nicht vergessen, genau. Du sag mal, wir haben ja nun richtig Glück, dabei zu sein zu dürfen. Das kannst du aber laut sagen. Aber Richie, wieso haben sie dich eigentlich genommen? Wieso? Na nur mal so, also es gibt ja auch bessere. Hallo? Ich bin der Computerfreak. Wie? Ja, ich weiß alles. Im Netz kenne ich jeden und alles. Also ich weiß Antwort auf jede Frage, die du mir stellen willst. Und du fragst mich, was mache ich hier? Ich bin genau der richtige Mann für diese Sendung, da bin ich mir ganz sicher. Na, ich weiß ja nicht, Computerkinder. Guck dich doch mal selber total an. Total langweilig. Total uncool. Oder? Dich doch mal an. Total ausgeflippt, grün, rot, blau und hat nicht alles. Du rennst hier durch die Weltgeschichte rum, machst alle verrückt. Das ist top modern, lasst euch nichts sagen, Kinder. Ja, top modern. Das ist nämlich aus dem Kaufhaus Ramelow. Ach so. Wie? Ich auch. Ich bin auch von Ramelow gekleidet. Echt? Ja. Na, haben sie ja doch was drauf. Ja, haben wir doch was gemeinsam. Okay. Aber wir machen die Sendung für Theo. Und Theo ist schon wieder weg. Wieder nicht da. Hat sich von der Bühne gekleckst. Liebe Kinder, ihr seid wieder dran. Genau. Könnt ihr bis drei zählen? Könnt ihr bis drei zählen? Super. Jetzt sagt ihr 1, 2, 3, Theo und Eselsohr zusammen, ja? Genau. Eselsohr muss auch noch mit. Und los. 1, 2, 3, Theo, Eselsohr. Nochmal. Ach, da seid ihr schon wieder. Oh. Mensch. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Schön. Theo, wir haben gerade den Kindern erzählt, wie schön und doll wir uns doch schon auf deine Klicks-Klecks-Show freuen. Das du wird dich eine, auch? Das wird eine super spannende Zeit, nicht wahr? Mit deinen Spielen und mit allen drum und dran, oder? Auf jeden Fall. Das wird total irre, Kinder. Das sage ich euch. Da könnt ihr nämlich eurer Fantasie freien Lauf lassen und eure blaue Klicks-Klecks-Welt selbst gestalten. Genau. Und Theo, du hast ja einen Verein, richtig? Blaue Herzen für die Kinderfreundlichkeit. Ja, ne? Ach genau. So?
Und dieser Verein verleiht eine Auszeichnung für ganz liebe Menschen. Für Menschen, die bekannt sind für ihre Kinderfreudigkeit. Und genau solche Menschen haben wir auch heute unter uns. Was? Ich werde ausgezeichnet? Nicht du. Nicht? Nein. Ich habe gesagt, Personen, die sich ganz besonders für die Belange der Kinder eingesetzt haben. Ach, Theo wird selbst ausgezeichnet, oder was? Nein, ihm gehört der Verein. Es sind zwei Menschen heute hier. Blaue Herzen schlagen weit. Und wer sind diese Menschen? Und zwar, wir haben zunächst einmal die Frau Monika Teichert. Das ist die Rektorin der Juri Gagarin Schule. Lass blaue Herzen. Und dann haben wir noch den Bernd Zürcher. Wir bitten beide auf die Bühne, bitte. Applaus! Nicht viele Fragen. Zeig Kindern freundlich. Frau Teichert, Sie sind nun ja seit 1992 die Leiterin der Schule, nicht wahr? Also dazu möchte ich noch sagen, dass in dieser Schule 290 Kinder sind. Ist das richtig? Okay. Und ich habe gehört, dass Sie immer ein offenes Ohr für die Sorgenblüte der Kinder haben. Dabei sind Sie auch selbst Mutter, ja? Wie viele Kinder haben Sie? Drei Kinder. Stellt euch mal vor, drei eigene Kinder, 290 in der Schule und diese Frau hat für alle Zeit. Ist das nicht toll? Ein Riesenapplaus für die Frau Teichert. Man könnte unheimlich viel aufzählen. Alle zwei Jahre organisiert sie mit dem Lehrerteam ein großes Integrationsfest an der Schule. Beim Umweltprojekt Birni und Tröpfchen gehörte die Schule zu den 20 Besten in Sachsen-Anhalt. Ist das nicht toll? Schenkt dir tausendfach zurück. Genau. Und Herr Zürcher, jetzt zu Ihnen. Also ich habe hier einen Zettel und da steht so viel drauf. Also Sie haben zahlreiche Funktionen. Ehrenamtliche und Hauptamtliche. Also Sie sind Regionalleiter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, richtig? Geschäftsführer des Elch in Havelberg. Richtig. Genau, aber was ist denn Elch überhaupt? Das ist der Jugendzentrum, eigentlich eine Jugendherberge, kann man sagen. Arbeit mit Jugendlichen existiert seit 2 Jahren. Kanufahrten sind möglich. Ich würde auch alle begrüßen. Kommt. Also Kinder, merkt euch das, ja? Elch in Havelberg. So, dann sind Sie noch Vorstandsvorsitzender der Kunstplatte und da haben wir gestern, ja, die Fans sind auch dabei, wie ich höre. Und davon haben wir gestern auch ein ganz, übermannt von Eselsohr. Eselsohr hat ein Lied, ja. Ja, und da haben wir gestern ein ganz tolles Musical gesehen, Romy und Julia. Wer hat es auch gesehen? Da waren eine ganze Menge anwesend. Wurde das nochmal aufgeführt? Wir fahren jetzt nach Herzheim zum ersten deutschen Jugendmusical-Festival. Mal sehen, olympischer Gedanke, Teilnahme ist alles. Und dann am 4. Juli Konzertant in der Katharinenkirche als Abschluss. Alles klar, also den Termin schon mal vormerken und wir wünschen natürlich ganz, ganz viel Glück und Erfolg für den Wettkampf. Genau. Und neben diesen ganzen vielen Haupt- und ehrenamtlichen Funktionen haben Sie auch noch eine Familie. Herr Zürcher, ist das richtig? Sie sind verheiratet und haben wie viele Kinder? Na, wenn ich alle zusammenrechne, 5. Um Himmels Willen! Haben Sie dann überhaupt noch Zeit für Ihre Familie und für Ihre Frau bei so vielen Funktionen? Zu wenig, aber es reicht. Genau, ein Riesenapplaus für unsere beiden lieben Menschen hier. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Daran kann man sich ein Beispiel nehmen, würde ich sagen. Ja, und wenn ihr, liebe Kinder, solche lieben Menschen kennt, die so eine Auszeichnung, also die blaue Herzenauszeichnung verdient haben, dann schreibt einfach an Theo Tintenklecks. Genau. So. Genau. Im Generalanzeiger gibt es immer wieder Berichte über Theo und seine Geschichten und seine Reisen. Also schaut einfach mal rein, schreibt da ein Wort und dann wird Theo sicherlich drauf antworten. Genau. Du Theo, jetzt mal was ganz anderes. Hast du den Platz hier so verkleckst? Ich sehe ja nur noch blau hier überall. Überall kleine Bildchen, alles ist blau. Was soll das dann? Tina, die Kinder sollten doch blaue Herzen malen und diese hierher mitbringen. Ach so, und das habt ihr auch glatt alle gemacht. Zeigt mal alle hoch. Wo sind die blauen Herzen? Schön. Meine Güte, wird mir gleich ganz schwindelig. Diese Herzen werden auch Bestandteil unserer Bühne, unserer Studiobühne. Klasse, also Kinder, nicht wegwerfen. Am Ende unserer Show
sammeln wir die hier vorne ein und dann könnt ihr eure Herzen im Fernsehen sehen. Im offenen Kanal. Nicht vergessen, ja? Okay. Und nicht wegschmeißen. Mensch, Tina, da fällt mir doch was ein. Was denn? Blaue Herzen aufs Papier. Genau. Und die Herzen alle hoch. Und ihr hebt alle Herzen hoch. Und nach links und nach rechts. Ich habe auch ein Herz. Und die, die kein Herz haben, Hände hoch. Und mitklatschen. Jedes Mal in deiner Nähe, jedes Mal, wenn ich dich sehe, werde ich ganz kribbelig. Du, ich glaub, ich liebe dich, doch ich weiß nicht, wie ich sag, ohne dass ich dich verjag. E-Mail, Internet und Fax, Funkverbindungen mit Knacks. Weltweit schafft das leicht Kontakt, ich glaub nicht, dass dich das packt. Ich mach was mit Fantasie, wenn, darauf kommst du nie. Tintentropfen, blitzeklein, Herzen sollen die Botschaft sein. Blub, 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 schon ist passiert und ich hoff, du hast kapiert. Blaue Herzen auf Papier, ob du an sie sind von mir. Blaue Herzen auf Papier, dass ich dich nicht mehr verliere. Blaue Herzen auf Papier, hast du Fantasie dafür? Blaue Herzen auf Papier, fühlst du, ich seh mich nach dir. Blaue Herzen, blaue Herzen. Tintentropfen, schau nur hin. Tausend Wünsche stecken drin, den Riesenstrauß vergiss mal nicht, den entdeckst du sicherlich. Blaubeereis, das weite Meer, auch der Himmel tanzt umher. Tintentropfen, blitzeklein, soll meine Botschaft sein. Blaue Herzen auf Papier, ob du an sie sind von mir. Blaue Herzen auf Papier, dass ich dich nicht mehr verliere. Blaue Herzen auf Papier, hast du Fantasie dafür? Blaue Herzen auf Papier, fühlst du, ich seh mich nach dir. Blaue Herzen auf Papier, blaue Herzen, komm, das schmelzt mir in. Blaue Herzen auf Papier, ob du an sie. Kommen die nochmal zum Einsatz. Und Kinder, jetzt bitte wieder alle hinhocken, sonst sehen doch unsere Fernsehzuschauer nichts. An die wollen wir auch noch denken. Gut, danke schön. Dankeschön. Da auch nochmal runterhocken. Hallo, du. Suppi. Mensch, macht das Spaß, Olli, oder? Einmal hinhocken, genau. Sonst sehen unsere Zuschauer am Fernsehen nichts mehr. Genau. Du, Theo, da fällt mir noch was anderes ein. Du ploppst doch so mit deinen Freunden durch die Weltgeschichte und erzählst blaue Tintenfässergeschichten? Das ist also richtig. Wollen wir nicht so eine Geschichte hören? Kinder, wollt ihr eine Geschichte hören? Tja, ich glaube, das ist wohl einstimmig. Aber wer soll diese Geschichte nun vorlesen? Ich meine, ich bin dafür nicht wirklich geeignet. Ich bin kein Märchenerzähler oder so. Guck doch mal, da steht doch so ein netter Herr. Deine Mitte. Ja, und gut aussehend, aber... Weißt du nicht, wer das ist? Das Nö. Ist doch der Oberbürgermeister von Stendal. Klaus Schmotz heißt er. Na und? Für den Namen kann er doch nichts. Und lesen kann er doch sicherlich, oder? Also Applaus für den Oberbürgermeister. Super! Herzlich willkommen. Menschen, richtiger Prominenter hier zum Vorlesen. Supi. Ach, ist das nicht klasse? So, aber bevor wir jetzt die Geschichte hören, habe ich auch noch eine Überraschung für euch. Popcorn! Lecker! Tina, du bist ganz schön ausgeflippt.
aber doch manchmal ganz gut zu gebrauchen. Theo, mir knurrt schon den ganzen Tag der Magen. Nein, 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 Richie, Theo, ich rede doch hier nicht vom Popcorn zum Essen, sondern von der Tanzgruppe Popcorn, die wir vorhin schon mal hier auf der Bühne gesehen haben. Ach so. Genau, also Mädels, wo seid ihr denn? Mädels, kommt mal auf die Bühne. Popcorn. Applaus für Popcorn, für die Gruppe Popcorn. Feuerte mal richtig an. Das geht doch noch mehr. Los, 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 los. Hallo, Kinder. Genau. Ihr versammelt euch am besten hier alle vor. Theo, super, klasse. Genau. Und jetzt? Was ist denn mit Eselsohr los? Du zitterst ja so komisch. Was denn los? Eselsohr, du zitterst. Was ist denn los? Theo, mein Ohr. Schrecklich. Uli, ganz ruhig. Erzähl. Was gibt es diesmal für eine Katastrophe? Würmer. Würmer? Jawohl, Würmer. Oh, eine Invasion aus dem Weltall. Das bringt Action. Ja. Theo, wir sind hier nicht in Hollywood. Das ist kein Science-Fiction-Abenteuer. Die Würmer kommen nicht aus dem Weltall. Na, woher dann? Aus dem Radio. Aus dem Radio? Jawohl. Ich hab's genau gehört. Irgend so ein Moderator trötet mit voller Power. In eurem Radio heute ein Ohrwurm nach dem anderen. Da hast du's. Wo sollen die vielen Ohrwürmer aus dem Radio hin, wenn nicht ins Ohr? Igitt, ist das eklig? Schleimige, wapplige Würmer in meinem Ohr. Uli, du hast recht. Ohrwürmer gehen tatsächlich ins Ohr. Sie kriechen hinein. Hilfe! Nisten sich dort ein. Setzen sich fest. Bitte nicht. Aber du brauchst trotzdem keine Angst zu haben. Ohrwürmer bestehen nicht aus Schleim, sondern sind Musik. Lieder, die man mitsingt und ewig im Ohr behält. Hört ihr die Ohrenwürmer trällern, wenn sie durch unsere Ohren ziehen? Wie sie dort tönen, summen und dröhnen, niemand kann vor ihnen fliehen. Tittering. So, die Sonne ist aufgegangen. Die Geschichte. Die Geschichte. Wie aus einem Regenwurm ein Ohrwurm wurde. Es war einmal ein kleiner Junge. Nach einem kräftigen Regenguss rannte er auf den Hof, um durch die Pfützen zu patschen. Da entdeckte er, wie Regenwürmer über die Pflastersteine krochen und sich lustig kringelten. Wenn sich ein Wurm durch eine Pfütze schlängelte, kräuselte sich das Wasser und schlug kleine Wellen. Es plätscherte ganz leise und plötzlich summte der Junge dazu im Takt: Pitsche, patsche, Regen, Würmer auf den Wegen. Wenn ein Wurm im Erdreich verschwand, machte es dreimal ganz fein, blub, und einmal kräftig, schwupp, weg war er. Der Junge sank weiter. Mit einem Riesenschwupp ist er fort. Blub, blub, blub. Der Junge trällerte den ganzen Tag vor sich hin. Pitsche, patsche, Regen, Würmer auf den Wegen. Er sang auch noch, als schon lange wieder die Sonne schien und kein Regenwurm mehr zu sehen war. Schließlich konnte keiner mehr dieses monotone Pitsche, patsche, Regen ertragen. Die Mutter schimpfte: Hör endlich auf damit, sonst machst du mit deinen Gesumse aus den Regenwürmern noch Ohrwürmer. Und seit diesem Tag heißen Melodien, die man einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt, Ohrwürmer. Und das war die Geschichte, wie aus dem Regenwurm ein Ohrwurm wurde. Super! Applaus für den Oberbürgermeister und natürlich und auch für unsere Popcorn. Genau, die Geschichte nachgespielt hat. Vielen lieben Dank. Ein Blumenstrauß für den Oberbürgermeister. Ihr habt das ganz toll gemacht. Dankeschön.
Applaus nochmal. Eine 5. Jawohl. Sehr schön. Danke, 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 danke. Super. Theo, komm doch auch nochmal dazu. Wo ist denn Theo? Theo. Theo wird schon wieder von Kindern belagert. Das ist doch der Star des heutigen Tages, weißt du doch. Genau. Jetzt kommt doch die Sonne raus. Schön. Unser Star kriegt ja seine eigene Sendung. Super. Komm einfach her, Theo. Ich freue mich schon so doll auf die Sendung. Mit euch Kindern natürlich auch. Genau. Jetzt kommt Theo auch wieder auf die Bühne. Los, Applaus. Zeigt ihm, wie sehr ihr ihn lieb habt. Genau. So, Theo, war das nicht toll? Eine tolle Geschichte von dir eben. Super. Übrigens, in unserer Sendung wird ein Kamerakind ausgesucht. Ein was? Ein Kamerakind. Und das ist was? Ja, das ist ein Kind. Und das Kind darf als richtiger Kameramann die ganze Sendung mitfilmen. Oh, super. Du, Richie, lass uns das doch gleich mal ausprobieren. Ich meine, wir werden doch auch gerade gefilmt hier vom offenen Kanalständer. Das ist eine ganz gute Idee, weißt du was? Und wir haben sogar Bewerbungen. Da, super. Hier vorne. Ich schlage vor, wir ziehen doch einfach einen Namen und dann haben wir unser Kamerakind. Klasse. Und wer ist die Glücksfee? Ach, Theo macht das. Er macht es. Gut, okay, 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 okay. Und Trommelwirbel. Und wer ist es? So. Nun, wir bitten auf die Bühne die Jessica Henze. Hey, Applaus! Applaus für Jessica. Oh. Und da ist sie auch schon. Doch bevor wir mit dem Kamerakind weitermachen, muss ich noch eine ganz generelle Frage stellen, Richie. Ja. Wie soll das denn in der Klicks-Klack-Show denn ablaufen? Wie sollen die Kinder hier ihre blaue Welt selbst gestalten? Also das ist doch ganz einfach. Ja? Ja, ganz einfach. Es gibt viele Theos-Spiele und diese Spiele helfen den Kindern dabei, ihre eigene blaue Welt zu kreieren. Aha. Und da gibt es denn Mannschaften oder wie? Genau, es gibt zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten und diese Spiele spielen. Und es gibt ganz schöne Spiele, zum Beispiel Buchstaben verklecksen. Haben wir vorhin schon gemacht. Genau. Es gibt auch Theos blaue Nachrichten. Ja. Und das Klicks-Klicks-Minutenspiel wird es auch geben. Ganz tolle Sache. So, wir kommen zu Jessica. Genau. Jessica, wie alt bist du? 9. Jessica, du bist 9. Was hast du für Hobbys? Und in welche Klasse gehst du? In die dritte. Und welche dritte. Schule besuchst du? Ach so, wo unsere Rektorin herkommt, ja? Die Frau Monika. Gut, ich schlage vor. Okay, du holst sie ab. Und du darfst jetzt einfach mitfilmen. Und Applaus für Jessica. Die Kamera übernehmen, klasse. Applaus für Jessica, genau. Und ihr Kinder könnt euch natürlich auch weiterhin für die Kamera bewerben bei unserer Klicks-Klacks-Show. Dann könnt ihr die Kamera selbst übernehmen und Kameramann oder Frau werden. Genau. Ja, einfach zusenden, nicht jetzt bewerben. So. Du hast eine Frage, wie heißt denn eine Frage? Von welchem Sender kommt denn das? Offener Kanalständer. Genau. Genau. So, jetzt ist schon fast alles perfekt, oder? Auf jeden Fall. Wir hatten einen Prominenten zum Vorlesen, ein Kamerakind. Jetzt ist eigentlich alles perfekt für die Show. Genau. Es fehlen nur noch Eselsohr und die Tanzgruppe Popcorn. Wo seid ihr, Mädels? Wo ist die Popcorn-Tanzgruppe? Tanzgruppe Popcorn? Die kommt nicht mehr, die ist schon weg. Mehr. Oh, okay. Schade. Naja, aber trotzdem, Eselsohr ist auf jeden Fall da. Und Eselsohr. Dann wollen wir alle nochmal zusammen feiern. Also nochmal Bühne frei für den Rock'n'Roll. Und ihr macht natürlich wieder alle mit. Okay? Mitmachen, los, also, tanzen. Los, nochmal alle aufstehen und tanzen. Rock'n'Roll ist ABC. Das I, das schleudert an das E. Gemeinsam tanzen sie als Ei. Schnellt sich da ein S herbei. Macht aus dem Ei ein kühles Eis. Ihm war zu heiß, ihm war zu heiß. Rock'n'Roll!
damit die Fernsehzuschauer hier auch was sehen. Das war schön. Oh. Genau. Habt ihr ganz super gemacht. Toll, so könnten wir stundenlang umherklecksen. Ja. Leider ist unsere Show jetzt schon vorbei. Och nein. Jo. Theo, hattest du auch so viel Spaß? Ja? Esel, du auch? Hat es dir gefallen mit uns und den Kindern? Klasse. Hat es euch denn auch gefallen, liebe Kinder? Schön. Das ist ja das Wichtigste. Also, beim nächsten Mal, bei der ersten richtigen Klicks-Klecks-Show im offenen Kanal Stendal, müsst ihr unbedingt dabei sein. Also nicht vergessen, am 18. September ist es soweit. Hey, Kinder, nicht hier so rumhampeln auf der Bühne. Wir können gleich alle nochmal zusammen tanzen, aber einen kleinen Moment jetzt noch sitzen bleiben. Denn bevor wir gehen, haben wir noch etwas ganz Großes vor. Mit euch allen natürlich, mit euch Kindern. Und zwar eine Polonaise, aber eine ganz besondere. Und zwar handelt das Lied von den Freunden von Tintenklecks, von unserem Theo. Und genau. Zwar hat der Freunde in Amerika. Genau, in Hollywood. Und ihr kennt die Freunde. Ja? Mickey Mouse, Donald Duck, ja. Goofy. Und ach, ihr kennt das doch alle viel besser, würde ich sagen. Also. Genau. Und Pluto, genau, Theo. Super gesagt, Pluto. Und ach, da gibt es ja noch viel, viel mehr, die alle mit Theo befreundet sind. Genau, also. Ach, ja, und Esel, und mit Eselsohr natürlich auch. Die wollen wir ja nicht vergessen, ne? So, und deshalb heißt unser Polonaise-Lied auch Helden aus der Traumfabrik. Also, aufstehen, alle mitmachen. Und genau, da macht ihr alle mit. Mickey Mouse rief Minnie Maus, Jerry teilt mit Tom das Haus. Dick hat seinen Kumpel doof, Max trifft Moritz auf dem Hof. Batman zieht mit Robin los, niemand wird allein so los. Und in der Zwischenzeit, wer bitte eure blaue Herzen hier rein? Alles regelt sich für sie. Dauerstress, den kennen wir nie. Ich brauch eure blauen Herzen. Asterix hilft Obelix. Ohne Freund läuft einfach nix. Helden aus der Traumfabrik. So, ich brauch eure blauen Herzen. Im Drehbuch steht, wer mit wem geht. Helden aus der Traumfabrik. Sie finden sich ganz sicherlich. Helden aus der Traumfabrik bleiben zu zweit auf Serienzeit. Helden aus der Traumfabrik, warum gibt's nicht einen für mich? Aus Schiller her trifft Finitou, Maya fliegt auf Willi zu, Lottchen tritt gleich doppelt auf, alle sind sie super drauf. Ist jemand laut Manuskript kurze Zeit mal ausgeflippt, reicht ein klitzekleiner Trick, diese Kumpel haben Glück. Kein Gefühl schlägt Purzelbaum, Trennung gibt es kaum, man verträgt sich ein, zwei Fits. Ohne Freund läuft einfach nix. Helden aus der Traumfabrik. Im Drehbuch steht, wer mit wem geht. Helden aus der Traumfabrik. Die finden sich ganz sicherlich. Helden aus der Traumfabrik bleiben zu zweit. Das war's, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen und fürs Zuschauen. Dankeschön. Und vielen Dank an das Team auf dem Kanal Stendal und an die Technik. Applaus für die Technik. Und natürlich an unser Kamerakind und an die Tanzgruppe Popcorn. Genau. Und Dankeschön an das Kaufhaus Ramelow und an den Oberbürgermeister. Genau, und nicht vergessen, wir sehen uns im Herbst am 18. September. Nicht vergessen, bis dann, tschüss! Macht's gut, tschüss!